Am Sonntag, der 28. März 2021. Die Zeit wurde umgestellt, die Uhren drehen sich nun wieder in der Sommerzeit. Alle Musikerinnen und Musiker kommen mehr oder weniger pünktlich zur Einspielprobe in den Saal des Gasthauses Meyer nach Geiersberg. Die Stühle sind gestellt, die Schinkenstangerl für die Pause geschmiert. Sind meine Museschuhe auch geputzt? Ist das Hemd gebügelt? Und ganz wichtig, ist mein Instrument geschmiert und sind meine Noten sortiert? Die Generalprobe war ja nicht so perfekt. Naja, hoffentlich geht heute alles glatt. So oder so ähnlich läuft bei den Musikerinnen und Musikern aus Geiersberg der Freitag vorm Palmsonntag und der Palmsonntag ab. Unser alljährliches Wunschkonzert steht auf dem Programm. Jährlich? Naja, es gibt da so ein Virus, das oft auch mit einem Bier assoziiert wird, das uns leider die Kultur- und Blasmusikszene nunmehr schon seit März 2020 quasi stilllegt. Kreativität und Durchhaltevermögen sind gefragt. Ab wann dürfen wir wieder in voller Stärke proben? Welche Maßnahmen müssen eingehalten werden? Wie können wir unsere Gemeinschaft leben, trotz dieser sozialen Distanz? Darum heißt es heute: Herzlich willkommen aus meinem Homeoffice-Studio aus Ried im Innkreis. All diese Umstände führten uns nämlich zu diesem Projekt. Als es nach langer Zeit wieder erlaubt war, in Kleingruppen zu proben, studierten alle Register unseres Vereines zwei Stücke ein, die dann, natürlich unter Einhaltung aller Covid-19-Maßnahmen, im Probelokal aufgenommen wurden. Dankenswerterweise übernahmen Musiker aus den eigenen Reihen die Aufnahmeleitung. David Gruber hat nicht nur das nötige Equipment, sondern auch die nötige Zeit geopfert, um das Projekt Ensemble-CD des Musikvereins Geiersberg Corona Edition zu realisieren. Und nun, am heutigen Hauptkonzerttermin, ist es soweit. Ich darf in unserem ersten Online-Konzert Einblicke in unsere CD geben. Ihr hört nun in der nächsten kurzweiligen Stunde Stücke unserer Register. Die Eröffnung macht unser Saxophonregister mit dem Stück La Truscia. Danach hören wir unser Tuba-Quartett mit dem wunderbaren Stück Wenn die Abendglocken rufen. Gute Unterhaltung! Thank you.
Kosten drin, so lehrt's mir dort, liegt ganz verlassen. Mei, muss ich halt. Er denkt sich, was ist bloß los heuer? Hat sie vielleicht einen Hut, einen neuer? Na, mein lieber Musihut, mir geht's wie dir, ja auch nicht gut. Da gern mit dir durchs Dorf marschieren, ins Festzelt ein und musizieren. Aber das geht halt heuer nicht. Mir wird das auch schon langsam zu blöd. Ich setz meinen Hut auf in der Stumm herin. Ah, wenn alle anderen meinen, dass ich spinn, nimm's Instrument und spür einen Marsch. Der Virus, gell, leck mich da. Entschuldigung. Ein Polka und ein Walzer drauf. Schon kommt eine gute Stimmung auf. Das Heimatland spiel ich zum End. Es brennen die Lippen, es wackeln Zent, weil, und das haben die Virologen noch nicht kapiert, der blöde Virus auch den Ansatz ruiniert. Da hilft nur das Üben und ich sogar gleich, weil das ist sicher nebenwirkungsfrei. Leider gibt es von dem Gedicht keine Quelle. Damit der Ansatz nicht ganz verschwindet, wurden wir aus der Not heraus erfinderisch. Das Ensemblespiel eignet sich gerade hervorragend, um den Ansatz zu trainieren und gibt Ansporn zum Üben. Im nächsten Dreierblock unserer Ensembles hören wir nun unser Tenorenregister mit dem Stück Canzona Seconda. Danach spielt unser Querflötenquartett das Stück The Bare Necessities. Und auch unsere Doppelrohrbläser studierten ein Stück ein. Dies möchten wir besonders unseren Jungmusikern widmen. Sie spielen uns nämlich Pippi Langstrumpf. Denn auch unseren Jungmusikern und Musikern kann gratuliert werden. Trotz widriger Bedingungen wie Schulschließungen und Distance Learning können wir zu einigen Leistungsabzeichen gratulieren. Das Junior-Abzeichen legte mit Auszeichnung Michael Reitböck am Tenorhorn ab. Das Leistungsabzeichen in Bronze legten ab Sarah Feichenschlager am Saxophon und Valentin Unterberger auf der Posaune, beide mit Auszeichnung. Und das Leistungsabzeichen in Silber geht mit einem sehr guten Erfolg an unsere Klarinettistin Manuela Unterberger. Herzliche Gratulation an euch alle. Wir sind stolz auf euch. Der folgende Block nun speziell für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Thank you.
Trio und dem Stück Easy Living. Danach folgen die Schlagwerker. I just can't wait to be king. Wir kennen sie alle, die Ungeduld der Kinder, wenn sie auf etwas warten müssen.
Genauso ergeht es dem kleinen Löwen Simba im Disney-Film Der König der Löwen. Er kann es kaum erwarten, endlich erwachsen zu sein, um endlich über sein Königreich zu herrschen. Die Geschichte von Simba wurde zum Welterfolg. Unsere Schlagwerker schrieben die Noten zum folgenden Stück aus einem Klavierarrangement selbst. Wir hören sie nun mit dem Stück I just can't wait to be king oder Ich will jetzt gleich König sein aus König der Löwen. Dieses Ensemble konnte im Vorjahr beim Bezirksentscheid Musik in kleinen Gruppen 95,33 Punkte erreichen. Die Drum Friends wurden dann zum Landesentscheid entsandt. Dieser musste dann allerdings leider aus bekannten Gründen abgesagt werden. Danach werden wir von unseren Posaunen nach Yorkshire entführt. Sie werden uns mit einer wunderschönen Ballade verzaubern. Gute Unterhaltung! Thank you.
Projekt realisieren zu können, braucht es viele Hände, die helfen und die über das nötige Know-how verfügen. Ich darf mich sehr herzlich bei meiner Schwester Karin bedanken, die das Video für dieses Online-Konzert zusammengeschnitten hat. Außerdem gilt ein großes Dankeschön unserem Aufnahmeleiter, der viel Zeit, Freude und vielleicht auch das ein oder andere graue Haar geopfert hat, um die Register aufzunehmen und die Aufnahmen im Anschluss zu bearbeiten. Danke, David, für deine unbezahlbare Arbeit. Und nicht zuletzt bei unserem Kapellmeister, der die Idee dazu hatte und natürlich die musikalische Leitung übernommen hat. Vielen lieben Dank dir, lieber Stefan. Wir haben für euch drei natürlich etwas vorbereitet, das wir euch bei nächster Gelegenheit natürlich gerne überreichen werden. Im nächsten Zweierblock folgen nun unsere Klarinetten mit In the Mood, einem siebenstimmigen Klarinettenarrangement. Danach
folgen die Trompeter mit dem Stück Spanish Flair. Auf diesem Wege möchten wir unserem langjährigen Flügelhornisten und dienstältesten Musiker Andreas Jetzinger, unserem Andi, die besten Genesungswünsche senden. Lieber Andi, mit den besten Grüßen das Trompetenregister speziell für dich. Gute Unterhaltung. Saxophonistin Isabella und unser Flügelhornist Klaus sagten im Sommer 2020 Ja zueinander. Die standesamtliche Trauung fand, wie es erlaubt war, im kleinen Familien- und Freundeskreis statt. Das Wetter spielte perfekt mit und es konnte so ein unvergessliches Fest im eigenen Garten gefeiert werden. Zum Anlass passend wurde das Standesamt musikalisch von einem Brassquintett umrahmt. Das Trauungslied Und wie könnte es bei den beiden anders sein, war ein Trompeten- und Saxophon-Solo, das eigens von David Gruber für diesen Anlass arrangiert wurde. I Know Him So Well, ein bekanntes Lied aus dem Musical Chess. Viel Vergnügen!
Thema. So ein Konzertabend vergeht wie im Fluge. Wir sind nun leider am Ende angekommen. Leider habt ihr uns heute nicht besuchen können, um unser Konzert live zu hören. Wir haben mit diesem Online-Konzert die Musik in eure Wohnzimmer gebracht und auf unsere CD, der Ensemble-CD des Musikvereins Geiersberg. Diese CD wird in absehbarer Zeit bei allen Musikerinnen und Musikern erhältlich sein, um euch das Warten auf die Live-Auftritte zu verkürzen. Da jedes Register 2 Stücke aufgenommen hat, warten noch viele Gusto-Stücke, wie zum Beispiel der Washington Post Marsch oder Musik von Ennio Morricone auf euch. Aber was fehlt? Ja, es fehlt die Gemeinschaft, das Plaudern, das Tratschen, das Fachsimpeln, das Treffen von Freunden auf Musikfesten, das gemeinsame Feiern. All das kann dieses Online-Konzert natürlich nicht ersetzen. Und ja, wir würden nun alle lieber beim Wirt sein, gemütlich essen und den Abend mit dem ein oder anderen Bier ausklingen lassen. Noch dazu, wo wir heute auch mit unserer Klarinettistin Michi auf ihren Geburtstag anstoßen könnten und die Geburtstage von unserem Ehrenkapellmeister Walter und unserem Stabführer Adam nachfeiern könnten. Leider heißt es wie im Vorjahr auch schon, bitte warten. Trotzdem möchte ich euch gratulieren und mit diesem Glas Sekt auf euch anstoßen. Happy Birthday! Auch wenn die Situation ernst ist, und das ist sie, bedeutet das nicht, dass wir alle ernst sein müssen. Achtsam, aufmerksam und respektvoll im Umgang miteinander reicht. Lasst euch weder euren Humor noch euer Lachen nehmen. Ein fröhlicher Mensch hat ein gesünderes Immunsystem als ein trauriger. In diesem Sinne wünschen wir Musikerinnen und Musiker euch allen eine fröhliche Osterzeit und wir sind uns sicher, wir sehen uns alle bald wieder. Danke fürs Dabeisein beim ersten Online-Konzert. Bleibt's gesund. Bis bald und nun viel Vergnügen mit unserer Zugabe, der Buchstabenpolka, die wir beim letzten Wertungsspiel im Keine-Sorgen-Saal 2019 in Ried in voller Stärke zum Besten gegeben haben. Thank you.
Musik.